Ein schwieriger Mensch, der extrem viel lacht, ein Naturereignis. So bezeichnen enge Freunde und Verwandte Trude Herr. Die Schauspielerin und Entertainerin passt in so gar keinen Rahmen. Und gerade deswegen war sie auch so erfolgreich und so beliebt. Vor 25 Jahren ist das ziemlich kleine und ziemlich runde kölsche Mädchen viel zu früh gestorben. Ich will keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Mit diesem Lied hat sich Trude Herr ein Denkmal gesetzt. Doch das Kölner Urgestein war noch viel mehr. Komödiantin, Sängerin, Karnevalsstar, Film- und Theaterschauspielerin. Trude Herr ist unvergessen. Eine ihrer treuesten Anhängerinnen wird uns Trudes Karrierestationen zeigen. Hella von Sinnen. Hallo ihr Lieben, ich bin's, euer Helli. Wir stehen hier in Köln in der Severinstraße vorm Kino Odeon. Das war ganz früher ein Kino, aber 10 Jahre, von 77 bis 87, war das hier Theater im Fringsfedel. Und hier hat Trude Herr 10 Jahre lang vor ausverkauftem Publikum gespielt. Das waren Sensationsjahre. Und ich gehe jetzt ganz kurz mal mit euch rein. Und dann gucken wir uns mal die Bretter, die die Welt bedeutet haben, an. Aber so eine Mini, also wenn man so, ne, macht er ja unerhört Jugend. Ich meine, wenn man sich jetzt den Kopf ins Weg denkt. Ihr müsst aber auch immer Staub gesaugt. Und die Trude Herr war wirklich ein Naturerlebnis. Überhaupt dieses ganze Theater im Fringsfedel war eine kulturelle Institution hier in Köln. Sie hat einfach genau den richtigen Ton getroffen, um alle zu begeistern. Sag mal, Adele, kannst du dir vorstellen, warum er mir das angetan hat? Ja, Kind. Um ehrlich zu sein, du weißt, ich bin der beste Freundin. Aber liegt dann nicht vielleicht daran, dass du in der letzten Zeit ein bisschen stark auseinandergegangen bist? Und der weiß genau, das sind bei mir die Drüse. 1986 schließt Trude ihr eigenes Theater aus gesundheitlichen Gründen, nach 10 Jahren ausverkauftem Haus. Die Leute wollten lachen beim Drück. Bei der Trude wollten sie lachen und wollten nicht nur weinen. Und dann hat Trude halt die Dinge, die sie geschmerzt haben, in ihren Liedern später ausdrücken können, auf dieser genialen CD Ich sage, was ich meine. Ich sage, was ich meine, ja nicht oft daran kaputt. Rund 40 Platten nimmt Trude Herr auf und kokettiert bis zum Schluss damit, doch keine richtige Sängerin zu sein. Also ich war die Sängerin, das wollen wir hier mal feststellen. Dass ich Sängerin bin, das ist eine Verleumdung meiner Schallplattenfirma. Ich war Schauspielerin. Ebenfalls Schauspielerin Gigi Herr, Trude Herrs Nichte. Sie steht in Köln auf der Bühne, früher auch mit ihrer berühmten Tante. Wie war denn die Trude als Partnerin auf der Bühne? War das schwierig? Also später wurde es sehr schwierig, war nicht einfach, das weiß ja wohl jeder, dass die Trude war ein schwieriger Mensch, aber wir haben auch sehr viel gelacht, auch während der Proben und also das muss man schon sagen. Was war denn das Schwierige jetzt an der Trude? War sie mit sich selber im Unreinen oder? Nee, sie hat also, sie konnte das alles und hat alle Rollen vorgespielt. Das den Effekt hatte, dass da 8 Trude Herrs auf der Bühne standen. Die hat den Küster sowohl gemacht wie den Bauern oder den Bürgermeister. Die hatte ihren Schritt und hat das vorgemacht. Und wenn das nicht so richtig, jeder richtig getickt hat, dann wurde das schon haarig. Vermisst du sie denn heute? Die ist ja nicht weg. Du siehst es ja, wir sitzen ja hier und sprechen über sie. Das stimmt. Ist es schwierig für dich, dass so viele Leute sagen, Mensch, Gigi, du siehst ja gespuckt aus wie eine Trude? Ja, viele sagen nicht gespuckt, wie ausgekotzt. Sag mal, und dieser alte Hit, Ich will keine Schokolade, war das was, wo sie sagte, ach ja, ist ein schönes Lied oder lass mich bloß mit den alten Kamellen in Ruhe? Nö, das glaube ich nicht. Also die Filme, da hat sie nicht gut drüber gesprochen, die waren ja auch schlecht. Ja, ja. Ne, das war ja fürchterlich.
Aber die Lieder, ne, dann ist sie doch lange noch mit den Dingen. Und nun treten Sie das linke Pedal durch. Das linke? Ja. Ja, so. Und fassen hier den Griff. Fass ich Griff, ja. Nicht mein Knie. Daneben. Ah ja, ja. Ich fasse daneben. Ja. Und nun lassen Sie das linke Pedal langsam los und geben mit dem rechten langsam Gas. Ganz langsam. Etwa 100 Filme dreht Trude Herr von den 50ern bis in die 70er Jahre und hält später nicht viel davon. Aber dadurch, dass sie ganz bestimmt Geschäfte waren und das, was sie gekostet haben, eingespielt haben, hatten sie ihre Existenzberechtigung und sonst nicht. Neben Schauspiel und Gesang prägt der Kölner Karneval Trude Herrs Leben. Trude Herr hat im Karneval große Triumphe gefeiert. In den 50er Jahren hat sie mit Gustl Schellert und Thomas Maron Büttenreden geschrieben und war eine der ersten Frauen hier in Köln in der Bütt. Sie wollte sich aber nicht in eine Bütt stellen, sie wollte immer neben der Bütt stehen, damit man auch ihren ganzen Körper bewundern konnte. Denn sie hat ja so herrliche Rollen wie Kleopatra, wo sie sich in einem Teppich reintragen ließ und aus dem Teppich rollte. Mensch nicht mehr leiden. Ich meine, wenn sie mich auf Breitwand genommen hätten, da hätten sie sich doch glatt die Hälfte von den teuren Kulissen sparen können. Am Ende ihrer Karriere zieht es Trude Herr weg aus Deutschland. 1987 geht sie auf die Fidschi-Inseln. Niemals geht man so ganz wird ihr letzter großer Hit. Niemals geht man so ganz. Trude, kommen Sie wieder. Also, ja, vielleicht mal. Aber jetzt möchte ich wirklich doch mal ein paar Jahre wegbleiben. Also in der Form, wie Trude Herr früher war, die wird es nicht mehr geben. Nach 3,5 Jahren auf den Fidschis stirbt Trude Herr 1991 schwer asthmakrank in Südfrankreich. Mit nur 63 Jahren. Die Stadt Köln errichtet ihr ein Denkmal. So, ihr Lieben, wir sind auf dem Trude-Herr-Platz mit dem Trude-Herr-Denkmal. Ich finde es ein sehr schönes Denkmal eigentlich, mit ihren drei Gesichtern als Schauspielerin, als Sängerin und auch als, ja, vielleicht verträumte Frau mit ganz anderen Gedanken. Hier sind immer viel Kinder und hier ist immer viel los. Ich glaube, das hätte ihr sehr gut gefallen, der Ort. Beerdigt ist er auf dem Nordfriedhof, 20 Meter von meiner Mama übrigens entfernt. Und immer wenn wir zum Friedhof gehen, brennt eigentlich immer eine Kerze für Trude. Das freut mich immer sehr. Ach, jetzt habe ich richtig Pippi in den Augen. Aber wie die Gigi richtig sagte, die Trude ist ja nicht weg. Sie ist ja immer da mit ihren tollen Stücken, mit ihren tollen Liedern. Ihr Lieben, das war es. Unsere kleine Reise mit und über Trude. Schönen Tag noch. Tschüss.